Hallo und willkommen zu einem Tortenvideo, heute mit der Tauftorte meiner Tochter Ida. Als allererstes bereiten wir die Deko vor und da helfen die zwei großen Schwestern natürlich eifrig mit. Aus Fondant werden nun lauter Blumen ausgestochen mit verschiedenen Blumenausstechern. In den Fondant wurde vorher CMC eingeknetet, damit die Blüten auch schön aushärten können. Für die großen Rosen haben wir hier gelben Fondant als Kreise ausgestochen und mit einem Balltool dünne ich jetzt die einzelnen Blätter etwas aus und rolle sie dann zu kleinen Röschen zusammen. Dazu lege ich immer die Blätter übereinanderlappend zusammen und drücke das Ganze an der Unterseite fest. Damit die Blätter besser halten, könnt ihr sie auch gerne mit Zuckerkleber fixieren. Danach wird aus rosanem Fondant noch ein paar Kreise ausgestochen, auch da werden die Blätter ausgedünnt und noch in ein bis zwei Reihen als Rosenblätter drumherum gelegt. Den Überstand einfach abschneiden und dann setzt ihr eure Röschen am besten in so kleine Toffifee-Packungen. Die eignen sich nämlich super für Blüten zum Aushärten. Auch die ganzen anderen Blüten werden noch mit ein paar Zuckerperlen dekoriert. Die kleben wir hier auch mit Zuckerkleber fest und dann werden sie ebenfalls in die Toffifee-Packungen zum Aushärten gelegt. So bekommen sie eine schöne 3D-Form. Ihr könnt sie aber auch in kleine Löffelchen legen, wenn ihr so eine Packung nicht habt. Nur dann braucht ihr natürlich jede Menge Löffel. Auch die fünfblättrigen Blüten werden an den Rändern etwas ausgedünnt mit dem Balltool und dann zum Aushärten in die Mulden gelegt. Am besten ihr lasst eure Blüten ein bis zwei Tage trocknen. Nachdem die Blüten nun getrocknet und fest geworden sind, werden sie noch mit Puderfarbe etwas aufgehübscht. Auch der Tortentopper, das Kreuz, bereiten wir schon zwei Tage vorher vor. In den weißen Fondant wurde vorher ordentlich CMC eingeknetet, das etwas dicker ausgerollt und dann so Pi mal Daumen ein Kreuz herausgeschnitten. In das Kreuz kommt nun noch ein Holzspieß, damit wir das Ganze nachher auch auf die Torte aufstecken können. Das Kreuz wird nun ebenfalls dekoriert. Dazu stechen wir wieder Blumen aus und die Blumen werden mit Zuckerkleber an dem Kreuz befestigt. Auch hier könnt ihr Blumen mit Zuckerperlen dekorieren und mit Puderfarbe aufhübschen. Nach und nach wird dann das Kreuz komplett mit den Blumen dekoriert. Ihr könnt natürlich auch nur einen Teil des Kreuzes dekorieren. Das bleibt euch überlassen, was ihr eben am hübschesten findet. Sobald das Kreuz komplett mit den Blumen dekoriert ist, wird es natürlich vorsichtig zur Seite gelegt. Und dann heißt es Daumen drücken, dass die Tage auch nichts drankommt oder passiert. Also auf jeden Fall außer Reichweite von Kindern legen, denn die neigen dazu, die kleinen süßen Blüten von dem Kreuz abzupitteln. Als nächstes kümmern wir uns um das Schild, das auf die Torte kommt. Dort wird sich nachher der Schriftzug befinden. Das Schild habe ich ausgestochen mit Hilfe von einem Ausstecher aus gelbem Fondant. In den Fondant wurde kein CMC mit reingeknetet, denn es soll ja nicht aushärten, es soll flexibel bleiben, sodass es sich nachher schön um die Torte drumherum legt. Mit einem spitzen Tool könnt ihr jetzt den Schriftzug einfach nachfahren. Den habe ich mir in der richtigen Größe und Schriftart einfach am Computer ausgedruckt. Ursprünglich wollte ich den Taufspruch als Schriftzug verwenden, das war aber viel zu lang und hätte den Rahmen gesprengt, deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Könnt ihr euch denn noch an euren Taufspruch erinnern oder an den Taufspruch eurer Kinder? Schreibt ihn einfach mal unten in die Kommentare. Am besten funktioniert das Ganze, wenn ihr euren Fondant vorher etwa eine halbe Stunde trocknen lasst, damit die Oberfläche nicht ganz so klebrig ist.
Nachdem ihr dann euren Schriftzug abgepaust habt, könnt ihr dann mit Lebensmittelfarbe und einem feinen Pinsel die Linien nachfahren und ausmalen. Danach sollte die Farbe natürlich gründlich trocknen und dann packt ihr euer Schild in Frischhaltefolie ein, damit es nicht austrocknet. Nun kommen wir endlich an die eigentliche Torte. Die ist aus einem Schoko-Wunderkuchen gebacken und die zwei Etagen werden jeweils in drei Böden geschnitten. Gefüllt wird das Ganze mit Blaubeermus und Buttercreme. Der untere Boden wird zunächst mit Blaubeergelee eingestrichen. Anschließend gebt ihr einen Ring aus der hellen Buttercreme drumherum, sodass nichts Farbiges nach außen dringt. Der Rest wird dann mit der Blaubeerbuttercreme aufgefüllt. Die zweite Schicht wird dann einfach nur ein Ring aus Buttercreme sein und in die Mitte wird das Blaubeermus gefüllt. Anschließend kommt der Deckel drauf und die Torte wird von außen mit der Buttercreme verstrichen. Das dient erstmal zur Krümelbindung und so wandert das Ganze dann für gute 4 Stunden in den Kühlschrank. Das gleiche machen wir natürlich dann auch mit der anderen Etage. Nach der Kühlung wird die Torte dann nochmal mit Buttercreme eingestrichen und glatt abgezogen. Der untere Tortenboden bekommt jetzt noch ein Muster. Das habe ich einfach mit der Palette so leicht eingedrückt und die Torte dabei gedreht und so leichte Wellenbewegungen gemacht. Der obere Teil der Torte hingegen, der bleibt einfach glatt abgezogen. Die Torten sollten jetzt nochmal für eine gute Stunde in den Kühlschrank, damit auch die äußerste Buttercremeschicht fest werden kann. Anschließend werden die Torten vorsichtig übereinander gestapelt. Die feine, leichte Lücke, die dabei entstanden ist, wird einfach nochmal mit etwas Buttercreme aufgefüllt. Und nun kann es losgehen mit dem Dekorieren. Das vorher vorbereitete Schild wird vorsichtig an die Torte geklebt. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel auf dem Schriftzug herumdrückt, damit ja nichts verschmiert. Damit ich weiß, wo ich die Blüten ansetzen soll, platziere ich als allererstes die Tortentopper oben auf der Torte. Wenn ihr wissen möchtet, wie man diesen kleinen süßen Tortentopper-Engel herstellt, dann schaut mal in das vorherige Video. Dort habe ich euch gezeigt, wie man solch süße kleinen Figürchen herstellen kann. Die Figürchen eignen sich natürlich auch super als Taufgeschenke. Und nun werden die vorher vorbereiteten Blumen an die Torte angeklebt. Beziehungsweise ihr müsst sie gar nicht groß kleben, durch die Buttercreme halten sie oft schon von ganz allein. Die Rosen sind allerdings so schwer, dass ich sie mit Zahnstochern fixieren musste. Damit die Blüten an der Torte auch überleben, solltet ihr darauf achten, dass ihr fondanttaugliche Buttercreme verwendet. Die Rezepte findet ihr alle auf meinem Blog lieblingsgeschmack.de. Zum guten Schluss wird das Schild mit dem Schriftzug noch mit goldener Lebensmittelfarbe angemalt, also bekommt einen leicht goldenen Rand, damit es ein bisschen mehr Glamour bekommt. Und fertig ist die Tauftorte. Ich hoffe, sie gefällt euch. Lecker war sie auf jeden Fall. Und ich freue mich, wenn wir uns dann in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, tschüss!